Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu Siberia 3. Wir haben es endlich geschafft und haben den Aufzug benutzt und können jetzt hoffentlich diese Klinik verlassen. Aber natürlich, oh, ihr wisst, wie es läuft. Erstmal umsehen. Oh, alles in Kyrillisch. Ja, sagt mir jetzt nichts. Okay, das ist aufregend, sagt mir aber gar nichts. Okay, gut. Was haben wir dann noch? Wir könnten nach raus. Nee, komm, wir unterhalten uns erstmal mit dem Rezept. Na, komm schon. Hallo? Da. So. Wie geht das? So geht das. Na, ich hoffe, das war da die Rezeptionistin. Okay. Hallo? Na? Entschuldigung. Ja? Hi. So, Ausgang. Doktor, was? Wer ist das denn? Die Klinik zurück. Ausgang. Ich würde die Klinik gern verlassen. Könnten Sie mir bitte sagen, wo der Ausgang ist? Nun, normalerweise würde ich Ihnen sagen, Sie müssen sich zur anderen Seite des Hofs begeben, um dort die Seilbahn als an Bord zu nehmen. Aber Dr. Jefimova hat die gesamte Klinik aus Sicherheitsgründen abgeriegelt. Die Seilbahn ist bis auf Weiteres außer Betrieb. Was? Verstehe. Natürlich, super. Okay, die Klinik. Was für eine dunkle Klinik. Sie könnten Wieso, etwas was? menschliche Wärme vertragen. Das hier war früher die Festung der Herzöge von Walzembor, das alte Bollwerk gegen die Invasion aus dem Osten. Die Bewohner von Walzembor suchten hier Zuflucht und entkamen den Belagerern oft durch mysteriöse Geheimgänge. Wann wurde die Festung zur Klinik? Vor 20 Jahren. Dank Dr. Samjatin. Okay, gut, deswegen soll man nach ihm fragen. Ich suche Dr. Samjatin. Er ist in seinem Büro. Er, Sie oh. finden es in dem kleinen Gang dort hinten. Die erste Tür links. Okay. Danke für die vielen Informationen. Ich muss jetzt los. Vielleicht sollten Sie zurück auf Ihr Zimmer gehen, bis die Seilbahn wieder fährt. Nein. Ich denke darüber nach. Wiedersehen. Nein, definitiv nicht. So, das da drüben war der Aufzug, ne? Nee, doch. Ah, okay, da haben wir. Ach, hier, mit ihm können wir auch noch sprechen. Dann lass es uns doch mal tun. Wenn Sie eine Vorsorgeuntersuchung wünschen, finden Sie die Büros der Ärzte am Gang hinter der Rezeption. Natürlich. Danke sehr. Vielen Dank für die Auskunft. Wir sehen uns erstmal hier um. Ich weiß, wir müssen da hinten hin, aber hallo? Oh, guten Tag. Tolles Um diese Bild. Tageszeit sollte Dr. Samjatin da sein. Oh, woher weißt du das? Na gut. Hier scheint mir nichts mehr zu sein, also gehen wir halt eben in den Gang hinter der Rezeption. Meinetwegen. So, und die Kamera fährt an. Alter, da könnten es noch Leute, mit denen wir uns unterhalten können. Hi. Warum nehmen Sie nicht im Wartezimmer Platz? Sie ist bei den Büros, gleich hinter der Rezeption. Aha. Die Seilbahn ist bis auf Weiteres außer Betrieb. Warum? Ja, schon gut. Ist das hier? Ich kann es nicht genau erkennen. Doktor. Wie? Ich kann es nicht erkennen. Es ist auch auf Kyrillisch. Hi. Dr. Olga? Niemand da. Vielleicht ist das nicht schlecht. Du meinst, wir brechen hier ein? Okay. Dr. Olga? Nein, 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 Niemand nein. da. Vielleicht ist das nicht schlecht. Was machst du da? Es ist ein bisschen irritierend, dass die Sprache manchmal so abgebrochen ist. Dr. Olga? Niemand da. Vielleicht ist das nicht schlecht. So kommen wir offensichtlich nicht daran. Okay. Gut. Na schön. Was ist denn hier? Oh, das Wartezimmer. Hallo. Ich warte seit Stunden auf meinen Termin. Wie sind die hier hochgekommen, wenn die Seilbahn nicht Ich funktioniert? bin hier, um meinen Mann zu besuchen. Er ist seit Monaten hier. Ah, ja, und ich fürchte, so schnell kommt er hier nicht raus, du. Hatte sie nicht gesagt, die erste Tür auf der linken Seite? Aber es gibt nur diese Tür hier. An die Tür dort kommen wir nicht ran. Doch, kommen wir. Oh. Hallo. Ah, guten Tag, Frau Walker. Moin. Wie schön, Sie auf den Beinen zu sehen. Auch wenn ich gestehen muss, dass ich etwas überrascht bin. Unsere gute Frau Dr. Olga hatte mir ihren Zustand wesentlich düsterer dargestellt.
Sie beunruhigt Mick, das ist ihr Plan, sie ist verrückt. Nein, sie beunruhigt mich. Ich will nichts Schlechtes über jemanden sagen, den Sie offenbar schätzen, Dr. Samyatin. Aber offen gesagt macht mir Dr. Yefimova Angst. Ah, und warum alles in der Welt? Sie und Ihr Mitarbeiter Dr. Mangeling haben mich einer wahren Tortur unterzogen. Und außerdem halten Sie Kirk, den jungen Yukol, an sein Bett fixiert fest. Ganz zu schweigen von der psychologischen Kontrolle, die Sie über alle hier auszuüben scheint. Hören Sie, Frau Walker. Ich weiß, dass es eine schwere Erfahrung ist, nach einer langen Zeit im Koma aufzuwachen. In so einer Situation sind Panikattacken völlig normal. Aber ich ermahne Sie. Bitte projizieren Sie das nicht auf Dr. Olga, auf diejenige, die sich um Sie kümmert. Ich werde nicht jünger, wissen Sie. Und diese Klinik zu leiten, ist eine schwere Bürde. In den letzten Jahren hat Olga gezeigt, dass sie hervorragend geeignet ist, um mir zu assistieren. Ich habe vollstes Vertrauen in Sie. Aber das Thema ist beendet, Frau Walker. Natürlich. Bitte erzählen Sie mir von dem Anhänger, den Sie um den Hals tragen. Er ist mir gleich aufgefallen, als Sie hereinkamen. Ah, das gehört einst Oscar. Ist es denn Andenken? Es geht Sie nichts an. Ich sehe keinen Grund, warum wir ihn anflunkern könnten. Er scheint Frau Walker, ja. Ist alles in Ordnung? Nein, ich habe gerade einen Schlaganfall. Er gehörte Oscar, einem verstorbenen Freund. Ich verstehe, Frau Walker. Ich selbst trage die Last der Trauer mit mir herum. Ein Andenken an jemanden zu tragen, der Ihnen wichtig war, ist die natürlichste Sache der Welt. Dr. Samyatin, ich habe Kirk versprochen, zu dem Handwerker in Weisenburg zu gehen und ihm seine mechanische Prothese zu bringen. Der arme Junge wartet seit Ewigkeiten darauf. Und ich würde die Sache gern beschleunigen. Können Sie mir sagen, wie ich dorthin komme? Das ist ein edles Vorhaben, Frau Walker. Ich habe meinen alten Freund, den Uhrmacher Simon Steiner, gebeten, das mechanische Bein für den jungen Mann anzufertigen. Er ist ein sehr fähiger Handwerker und erstaunlich erfindungsreich. Sie finden ihn in seiner Werkstatt in der Nähe des Hafens von Walsenbor. Ich schätze, er dürfte mittlerweile so gut wie fertig mit seiner Arbeit sein. Er stellt ganz erstaunliche Dinge her. Sie werden sehen. Können Sie meine Entlassung autorisieren, damit ich zu Herrn Steiner gehen kann? Mir wurde gesagt, dass die Klinik abgeriegelt ist. Sie müssen Olga fragen, Frau Walker. Sie hat die Anweisung erteilt, unsere Anstalt abzuriegeln. Und sie gibt die Passierscheine für die Patienten aus. Oh. Aber wir sind doch... Was? Wir sind entlassen. Hallo? Was machst du? Dieses Buch sollte alle Ihre Fragen über unsere Freunde, die Yukol, beantworten. Leben Sie wohl, Frau Walker. Bist du auch ein Yukol? Okay, Rassismus, Straßenzüge, die Yukol... Rassismus, ja, ist hier, aber erstmal eins nach dem anderen. Warum haben die Yukol sie gebeten, Kirk zu heilen? Bei jedem ihrer Züge tauschen die Schamanen der Yukol und ich medizinisches Wissen aus. Ihre Technik der therapeutischen Trance und Materia Medica haben bei meinen von psychischen Leiden betroffenen Patienten oft hervorragende Ergebnisse erzielt. Im Austausch dafür kümmere ich mich um die Verletzten, die sie mit ihrer traditionellen Medizin nicht vollständig heilen können. Wie den armen Jungen, der sein Bein verloren hat. Das ist aber sehr nett von dir. Straßenzüge? Straußenzüge? Wie viele dieser Straußenzüge haben Sie miterlebt? Das ist der dritte. Ich habe großes Glück, so viele gesehen zu haben. Ein seltenes Spektakel, glauben Sie mir. Die große Straußenherde begleitet von den Yukol, die dazu verurteilt sind, ihren Tieren zu folgen, wo auch immer sie hingehen. Ohne sich um Länder, Kriege oder Grenzen zu scheren. Sie scheinen die Yukol zu mögen, Dr. Samyatin. Sie sind ein faszinierendes Volk. Und besonders ihre erstaunliche Medizin, durchzogen von Schamanismus, ohne die Sie zweifellos niemals lebendig in dieser Klinik angekommen wären, Frau Walker. Ach, weißt du was? Dann traue ich mich auch nach Rassismus zu fragen. Ich habe den Eindruck, dass die Yukol hier nicht sonderlich beliebt sind. In der Tat. Es scheint, dass die meisten Bewohner von Walsenbor ihnen feindlich gesonnen sind. Früher war das nicht so. Wissen Sie, als ich jung war, war der Zug der Schneestraußen ein Ereignis, das in Walsenbor mit offenen Armen begrüßt wurde. Warum hat sich diese Haltung geändert? Unsere Region wurde vor 20 Jahren ziemlich stark verwüstet. Dramatische Ereignisse.
die einen tiefgreifenden Einfluss auf die Weltsicht der Menschen hatten. Die Leute kehrten sich eher sich selbst zu. Sie wurden weniger weltoffen. Und die Tatsache, dass die Jukol jetzt schon seit mehreren Wochen am See Walsimbo festhängen, hat das nicht besser gemacht. Brauche ich wirklich Olgas Erlaubnis, wenn ich hier weg will? Sie sind doch schließlich der Leiter dieser Klinik. Olga ist meine rechte Hand. Ich habe keinen Grund, sie aus der Sache rauszuhalten, Frau Walker. Sie ist Ihre Ärztin. Sie sollten mit ihr darüber reden. Sie ist nicht so böse, wie Sie zu glauben scheinen. Sie finden sie höchstwahrscheinlich in Ihrem Büro. Dokumente öffnen mit J. Aber gerne. Nun denn, Sammelband über die Jokol. Beobachten. Oh. Zwei lesen. Okay. Ach du liebe Zeit, Anthropologe. Sammelband, Zeitschriften. Vorwort, Cornelius Pons. Was, das ist alles? Mehr gibt's nicht? Okay, das ist enttäuschend. Ah, man muss es auch öffnen. Haha, warte, halt, nicht so schnell. Ui, ach du liebe Zeit, das kann ja jetzt was werden. Kapitel 17, Auszüge aus die Jukol-Kultur im Lauf der Jahrhunderte von Brondislav Maus, 1962. Von den Jukol geschlachtetes Mammut. Illustration gemäß Brondislav Maus, aufgezeichnet von... aufgezeichneten Jukol-Überlieferung. Oh, weia. Oh, Leute. Okay, Vorwort. Jukol. Ein Name, der selbst meine gewöhnlichen verschlafenen Studenten aufhorchen lässt. Nie zuvor hatten sie von der Existenz dieses faszinierenden Volkes gehört. Ein starkes Volk, ausgesprochen unabhängig und gütig. Warum also umgibt der Hauch des Mysteriösen diese jahrhundertealte Kultur? Und wie durchdringt man diesen Schleier? Das Kompendium, das sie in den Händen halten, ist das ultimative Nachschlagewerk zum Thema. Ich kann ohne Zögern bestätigen, dass seine Lektüre mich zu meinem jahredauernden Studium dieser Kultur im Rahmen meiner Gemeinschaft, gemeinsam mit dem Autor durchgeführten paläontologischen Forschung inspiriert hat. Welch größeres Kompliment gibt es für ein akademisches Werk als die Tatsache, dass es einen Kollegen mit dem Wunsch erfüllte, ein neues Forschungsgebiet zu erkunden und diese neue und andauernde Leidenschaft nachfolgenden Generationen von Studenten vermittelt hat. Cornelius Pons, Professor der Paläontologie an der Universität Barockstadt. Oi, Geschichtsstunde. Die Ursprünge des Stammes der Jukol. Mitglieder des Stammes des Jukols. Illustration nach den Schilderungen von Brondislav Maus. Die hat sie aber nicht selbst gesehen, ne? Die Entstehung des Stammes der Jukol genauer zu datieren, ist schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Zahlreiche Spuren und Ruinen, die sich zwischen den nördlichen Ural und den französischen Alpen finden, weisen auf eine Existenz hin, die bis zu den Anfängen der Geschichte zurückreicht. Zu dieser ungewöhnlichen Langlebigkeit kommt etwas weitere Bemerkenswertes hinzu. Der Charakter der Sitten und Gebräuche der Jukol, der sich über Jahrhunderte nicht verändert hat. Dieser seltene Erhalt der Lebensweise eines Stammes erklärt sich hauptsächlich durch eine Abgeschiedenheit. Die Jukol sind bei uns kaum bekannt. Es geht noch weiter. Sollte ich das wirklich alles lesen? Oh Leute, oh nein. Okay, das lesen wir noch, okay? Animismus und Spiritualität. Eines der faszinierendsten Charakteristika der Jukol-Kultur liegt in der Fähigkeit, eine materielle Notwendigkeit, ein Teil des Stammes muss der Schneestraußenherde folgen, um das Überleben der ganzen Gruppe zu sichern, in ein spirituelles Ereignis, eine Basis für ihren Glauben zu verwandeln. Tatsächlich erleben die Mitglieder des Stamms, die die großen Strauße begleiten, den Zug als eine spirituelle Reise, eine persönliche Transzendenz, deren Zweck es ist, die Gunst der Geister für sich und seine Familie zu gewinnen. Die Route des Zuges ist entsprechend gekennzeichnet durch heilige Stationen, Riten und spirituelle Codes, die die Schamanen der Karawane sorgfältig einhalten. Diese sind sowohl Wahrsager, sie interpretieren die Zeichen, die die Geister hinterlassen, als auch Berater des Anführers der Wanderung, des spirituellen Führers, der als Erwählter der Geister angesehen wird, der die Karawane in die legendären heiligen Lande führen soll, wo die Strauße sich fortpflanzen. Überlieferung eines Jukol-Mythos, Illustration nach Schilderung von Brondislav Maus. Okay,
Gut, das ist alles ganz super, aber ich glaube, das machen wir vielleicht später nochmal. Wir können ja immer wieder daran lesen, aber im Moment scheint mir das, ich möchte nicht nur vorlesen, das wird sonst eine für euch sehr langweilige Folge zu gucken, fürchte ich. Gibt es hier noch irgendwas zu entdecken? Ja? Ja, na, und? Was haben wir hier? Irgendwas Interessantes? Nee? Okay, na gut, dann gehen wir mal wieder raus. So, also, tja, wir müssen, oh, warte mal, halt, hier, guck mal, da ist die Tür jetzt offen. Hallo, ist jemand da? Ja. Hallo? Moin. Die Amerikanerin ist wach. Sie müssen sich beeilen, Oberst. Wie geht es ihr? Offenbar gut. Momentan ist sie noch fügsam. Das hält aber nicht mehr lange an, fürchte ich. Und was ist mit diesem Nomadenstamm? Genau wie in den letzten paar Jahren ist der Seewald Symbor nicht zugefroren. Darum kann ihre Herde das Eis nicht überqueren. Sie hängen hier fest. Und auch ihr junger Anführer ist noch in unserer Obhut. Wenn alles läuft wie geplant, bleibt den Yukol bald nichts anderes übrig, als heimzukehren. Besonders, da ich einen Plan habe, um die Dinge zu beschleunigen. Gut. Und dann ist da noch dieser amerikanische Detektivoberst. Er sollte bald hier ankommen. Er soll Frau Walker ruhig treffen, wenn er will. Es bringt nichts, ihn jetzt schon zu beunruhigen. Aber letzten Endes sind wir für den Fall der jungen Frau zuständig. Kein Amerikaner kommt hierher und sagt uns, was wir tun sollen. Was wird hier gespielt? Hallo? Kuckuck. Was? Wo ist sie hin? Sie ist weg, nur das ist das. Finden Sie Dr. Olga. Nix da, wir gucken uns hier erstmal um. Hallo? Okay, was haben wir denn hier? Was wird hier gespielt? Und ist das wirklich so eine gute Idee, wenn sie hier einen Amerikaner trifft? Weil, also sie ist zwar Amerikanerin, aber es war ja, nun, sie ist ja von zu Hause aus ausgerissen. Vielleicht ist das keine so gute Idee. Und da wir ja schon den vierten Teil angespielt haben, die Preview gab es ja bereits, können wir den Rechner benutzen? Ja, da wir den vierten Teil bereits angespielt haben, wissen wir, dass sie im Gefängnis landet. Spoiler! Kate Walker. Olga, ich habe die Bestätigung, dass die Amerikanerin eine Umstürzlerin ist. Was? Sie ist von Natur aus hysterisch und hat sich in den Kopf gesetzt, einen Irrenalten auf eine Insel zu begleiten, die dieser sich einbildet. Auf dem Weg dorthin hat sie den Behörden erhebliche Ärgernisse bereitet und sich zu einem Überfluss auch noch mit diesem schmarotzerischen Yukol verbündet. Das ist so ein Quatsch, wir haben uns gerettet. So wie es scheint, hält Onkel Sam sie allerdings für einigermaßen wichtig. Das ist eine gute Gelegenheit, sie loszuwerden. Wenn ich in Valsembor ankomme, werden meine Männer sie verhaften und sie den Behörden ihres Landes ausliefern. Passen Sie bis dahin gut auf sie auf. Okay. Nein, wir sollten nicht damit gehen. Ah, okay, wir können die unterschiedlichen Dokumente anklicken. Das ist cool. Die Anhänge auch, die Anhänge nicht. Okay, gute Idee, Oberst. Gestern schrieb Oberst, ich habe den Bericht... Oh, wir lesen in der falschen Reihenfolge. Na gut. Oberst, ich habe den Bericht der Kommission bezüglich in der Klinikverwaltung erhalten und bei allem Respekt für unseren Genossen Kommissar glaube ich, dass es ein Fehler wäre, Samyatin zu feuern und mir seine Stelle zu geben. Sicher, er verlässt sein Büro kaum noch und delegiert alle Verantwortung an mich, aber seine Unterschrift taucht unten auf dem Dokument auf, selbst auf denen, die meine Experimente betreffen. Daher für Experimente? Hallo? Daher finde ich, es wäre besser, ihn hinter seinem Schreibtisch zu belassen. Er ist der perfekte Strohhalm. Mann, ich empfehle mich, Dr. Olga. Sehr geehrte Frau Dr. Jovin, mein Name ist Nick Kantin und ohne angeben zu wollen,
bin ich doch als der beste Privatdetektiv an der Ostküste der USA angesehen. Ich kontaktiere Sie wegen eines Telefongesprächs, das Sie mir mit meinem Klienten, der Anwaltskanzlei Maaßen und Lormont, geführt haben. Wie vereinbart komme ich in den nächsten Tagen an, um die Bedingungen des Vertrages zu erfüllen, den Sie mit der Kanzlei bezüglich der Auslieferung von Kate Walker eingegangen sind. Aha. Ein Punkt bereitet mir jedoch Kopfzerbrechen. Stimmt es, dass Miss Walker von einer Art örtlicher Miliz verhaftet werden muss? Ich würde gerne im Laufe des heutigen Tages eine Videokonferenz mit Ihnen abhalten, um diesen Punkt zu klären und ein paar letzte Details bezüglich meiner Ankunft zu besprechen. Mit freundlichen Grüßen, Nick Cantin, der beste Privatermittler. Oh, meine Güte. Okay, und ein letztes noch. Es gibt Dringenderes zu tun. Treffen Sie mich später im Boilerraum. Wir müssen uns um diesen verdammten Nomaden kümmern. Was? Heute schrieb Helmut Mangelings. Dr. Yevmeyer. Gemäß Ihrer Empfehlung habe ich den Patienten Nummer 10, die Amerikanerin Kate Walker, der psychiatrischen Standardbefragung unterzogen. Obwohl sie auf den ersten Blick überzeugend wirkte, wies die Patientin jedoch alle typischen Symbole der Neigung zur Anarchie auf, die in ihrer fehlgeleiteten Heimat so verbreitet ist. Schlimmer noch, es stellt sich heraus, dass sie sich völlig der Sache der Jokolm-Nomaden verschrieben hat und offensichtlich beabsichtigt sie in unserem geliebten Region weiter Unruhe zu stiften. Ich kann es echt schlecht lesen. Daher empfehle ich, ihre Bewegungsfreiheit und ihre Interaktion mit anderen Patienten einzuschränken, die sie ansonsten ermutigen könnte, ebenfalls für den jungen Nomaden zu agieren. Bis ich Ihre Antwort erhalte, lasse ich das mechanische Bett vorsorglich schon entsprechend für die Patientin einstellen. Ergebenst? Mangeling. Nee. Es gibt Dringeres zu tun. Treffen Sie mich. Okay. Hallo, Miss Yefimova. Ich wollte Sie nochmals wegen... Hi. Kate Walker. Sind Sie das wirklich? Oh. Was für ein Zufall. Ich habe Sie seit Wochen gesucht. Oh. Mr. Kenton, nehme ich an. Ah, ich sehe, mein Ruf eilt mir voraus. Miss Yefimova muss Ihnen gesagt haben, dass ich komme. Nein, ich habe gerade erst von Ihrer Existenz erfahren, Mr. Kenton. Vor einiger Zeit informierte mich mein Arbeitgeber in New York, dass er einen Detektiv auf mich ansetzen würde. Ich will ja nicht prahlen, aber ich bin der beste Detektiv an der Ostküste. Mit mir fahren Sie immer gut. Ich wurde beauftragt, Sie heil und sicher nach Hause zu bringen, Miss Walker. Ich sollte in ein paar Stunden in Walsenburg ankommen. Ich komme nicht zurück. Ich brauche keinen Märchenprinzen. Nein, ach Quatsch. Ich komme nicht zurück. Tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen, Mr. Kenton. Ich bin sicher, es war nicht leicht, mich zu finden. Oh mein Gott, Sie haben ja keine Ahnung. Ich fürchte, das wird Sie verärgern, aber ich habe momentan nicht vor, in die Vereinigten Staaten zurückzukehren, Mr. Kenton. Um ehrlich zu sein, haben Sie keine Wahl. Sie werden vom amerikanischen Justizministerium gesucht und ich habe sogar einen internationalen Haftbefehl für Sie, Miss Walker. Wer hätte das gedacht? Das FBI sucht nach mir? Was wird mir denn zur Last gelegt, wissen Sie das? Ich habe doch nichts getan. Veruntreuung. Offenbar haben Sie sich mit dem Vertrag für den Verkauf der Spielzeugautomatenfabrik der Vorarlbergs davongemacht. Und Sie haben sogar die Senilität der Verkäufer ausgenutzt. Sie werden sogar verdächtigt, für den Tod einer der beiden verantwortlich zu sein. Eines Hans Vorarlberg, des letzten Erben, der berechtigt war, Verträge mit dem von Ihnen vertretenen Unternehmen zu unterzeichnen. Das ist wahrlich keine kleine Sache, Miss Walker. Das ist absolut lächerlich. Und soweit ich weiß, sind Sie nicht befugt, das Justizministerium in diesem Land zu vertreten. Also sind Sie nur ein Detektiv. Sie müssen damit leben, Mr. Kenton. Ich gehe nicht mit Ihnen zurück nach New York. Jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Halt, Miss Walker. Bitte seien Sie vernünftig. Wiedersehen, Mr. Kenton. Okay, wir sollten ihn nicht treffen. Aber was war das hier? Halt, was war das hier für eine Anleitung? Okay. Das ist ja verrückt. Gut, haben wir hinten noch irgendwas? Nein. Sieht nicht so aus. Hatte ich das hier schon untersucht? Naja. Aber ist nichts weiter, ne? Schubladen.
Tut mir leid, dass ich dich hier so rumscheuchen muss, Kate, aber ich möchte nur sicher gehen, dass ich nichts übersehen habe. Sieht alles gut aus. So, dann bewegen wir doch mal diesen verdächtig aussehenden Knopf. Und. Ja. Oh, ziehen. Okay. Was hat es hiermit auf sich? Da sind... was? Aber was soll ich denn da einstellen? Hä? Das ist ein bisschen schwierig, da zu navigieren, ehrlich gesagt. Okay. Den hoch? Nee. Der bleibt oben. Okay. Jetzt kann ich das frei bewegen. Gut. So vermutlich. Nein. Alter. Ist das richtig? Ich habe ja keine Ahnung, welches Motiv hier erscheinen soll. Das hier? Der bleibt nicht oben. Bleibt der oben? Der bleibt oben, okay. Nein. Jetzt komm schon, das da würde ich sagen. Okay, und dann hier unten das. Okay, so, und jetzt du bitte. Hallo? War das hier oben noch nicht richtig? Nein. Ey. Der bleibt nicht oben. Jetzt bleibt er oben. Okay, alles klar. So, welches Motiv stellen wir denn ein? Ah, das da sieht doch vielversprechend aus. Das hier vielleicht in die Mitte. Und dann das hier nach oben. Ah, ja, gut. Okay, so. Edelsteine. Oh, das male ich mir mal besser ab. Moment, ich brauche Zettel und Stift. Moment. Also, blau, grün, da ist rot und das ist ein hellrot. Und da ist, das obere ist türkis, ne? Blau, türkis. Okay, so, gut, zurück. Jawohl. Und lass mich raten, das ist das, was dann hier eingesetzt werden muss. Also, rot. So. Türkis müsste hier hin. Dahin kommt grün. Da kommt ein hellblau hin. Ist das hellblau? Nee. Sagen wir mal, es ist blau. Hier soll rot hin. Und da ist auch noch ein blau. War nicht ganz richtig, ne? So? Nee. Da ist grün. Hier war auch noch ein hellrot. Lass noch mal eben gucken. Rot, rot, blau, blau, grün. Meinetwegen, dann eben so. Rot, rot, blau, blau. Aha. Okay. Wunderbar. So, aber da gehen wir erst beim nächsten Mal hinein. Ui, ein Geheimgang. So kommen wir auch aus der Butze raus. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und beim nächsten Mal gucken wir mal, wo es dahin weitergeht. Macht es gut und... Oh, warte mal, Kate, stell dich mal. Ich kann gar nichts machen. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.